Wir kommen von der Straße. Bekommen wir all diese Tiere aus der Arena zurück? AJ, schön dich zu sehen. Meine Tochter, bitte! Die haben sie! Ich brauche Hilfe! Hilf mir jemand, bitte! Bevor es zu spät ist! Sobald es mir besser geht, hole ich sie zurück. Mit oder ohne Hilfe. Ich kann helfen.
Kyra segne dich. Es muss schnell gehen. Die Royal Army kam ins Dorf und nahm die Mädchen mit. Auch meine Mina. Wir haben uns gewehrt, aber sie waren stärker. Wo bringen Sie diese Mädchen hin? Was wäre Kyrat ohne seine Mädchen? Danke, dass ihr den Sender Freies Kyrat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kyrat. Mit einer Vorliebe für Masken. Ich schätze, Masken sind sein Markenzeichen. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, ihr Leute wisst ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisvolles. Aber Spielkarten wären zu klischeehaft. Masken gibt's schon. Wie wär's mit Kacke? Ich meine, eine schicke, perfekt gelegte Wurst auf der Stirn meiner Opfer. Das wäre echte Kunst. Die Bullen würden sich das ansehen und sagen, oh, was für eine abgefahrene Scheiße. Die wird...
Royal Army hat das Land gespalten. Aber der goldene Pfad will es wieder vereinen. Die Ray Runner vom Sender Freies Kyrat. Anscheinend waren die letzten Außenposten, die der Goldene Pfad erobert hat, kein Zufall, Leute. Der Pfad kontrolliert jetzt fast die Hälfte der Außenposten in Kyrat. Ich sollte mir demnächst mal ein paar davon ansehen, aber das schieb ich schon lange vor mir her. Vermutlich wegen der ganzen Horrorgeschichten, die man sich über die sanitären Anlagen dort erzählt. Ich meine, die Anlagen sind bestimmt super und vielleicht haltet ihr jetzt weniger von mir, aber ich... dass ihr den Sender Freies Kyrat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kyrat mit einer Vorliebe für Masken.
Ich schätze, Masken sind sein Markenzeichen oder so. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, ihr Leute wisst ja nicht, wie ich aussehe.